Freunde, heute wird es auf jeden Fall wieder mega, mega cool. Wir haben heute neue Zuschauer-Setups am Start. Für die Leute, die neu sind, das ist ein mega, mega cooles Format, in dem ich eure Setups im Video vorstelle. Und somit habt ihr eine Chance, euer Setup bewerten zu lassen und anderen Leuten zu zeigen. Aber ich würde sagen, wir schnacken nicht lange drum rum und legen direkt los mit dem eigentlichen Video. Let's go! Friends, erstes Setup. Und das hier ist Moin, bin Ventox und 14 Jahre alt. Mich würde interessieren, ob du die LEDs in Blau oder Weiß besser findest. GPU hatte eine RTX 4070 Ti und die anderen Daten könnt ihr euch durchlesen. Was hier noch raussticht, sind 64 GB RAM. Auf jeden Fall sehr, sehr cool und wir gucken mal in die Bilder rein. Und das ist Bild Nummer 1. Da haben wir das Ganze in Weiß, weil der Kollege wollte ja wissen, ob ich es nicer finde, wenn sein Setup in Blau oder in Weiß beleuchtet ist. Und das schauen wir uns doch direkt mal an. Weiß, so sieht es in Weiß aus. Hier Maustastatur sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Kabelmanagement hat er auf jeden Fall nice gemacht. Ich muss sagen, in Blau finde ich es besser. Ich habe es direkt gesehen in Blau, aber finde es in Blau viel, viel besser. Schreibt vielleicht mal in die Kommentare rein, ob ihr das ganze Setup jetzt seit hier in Blau oder halt in Weiß besser findet. Also ich persönlich bin auf jeden Fall Team Blau. Ihr seht es ja hier in Weiß. Ich finde das einfach zu steril. Ich weiß nicht, so weiße Gaming-Setups, das muss passen. Wisst ihr, wie ich meine? Das hier sieht eher aus wie so eine Arztpraxis und der Arzt hat sich das Ganze in LEDs nochmal beleuchtet. Aber natürlich, wenn es dir gefällt, in Weiß und besser gefällt, dann lass es in Weiß. Aber dadurch, dass halt schon dein PC-Case, dein Mikrofon und so weiter weiß ist, würde ich eher eine andere Beleuchtungsfarbe nutzen. Weil zum Beispiel jetzt, wenn ihr ein komplett schwarzes Setup habt, sieht Weiß als Farbe wunderschön aus zum Beleuchten. Aber jetzt zum Beispiel hier in meinem Zimmer, ihr seht ja die ganzen Möbel und so weiter, im Hintergrund sind ja auch alle weiß. Und jetzt noch weiße Beleuchtung dazu, würde irgendwie komisch kommen. Daher würde ich bei mir auch keine weiße Beleuchtung usen. Das habe ich schon mal probiert, sieht leider nicht so nice aus. Also immer, wenn ihr irgendwie ein ganzes Setup in Weiß habt, nutzt eine andere Beleuchtungsfarbe, weil sonst ist das einfach nur eine Farbe, die ihr reingebracht habt ins Setup und bringt einfach nicht so Variation rein. Deswegen würde ich hier auf jeden Fall Blau wählen. Aber ich habe auch noch einen Tipp auf jeden Fall für den Bre hier am Start. Und zwar, wenn wir uns dieses Gaming-Setup hier anschauen, fällt vielleicht vielen, vielen auf, dass an der Wand irgendwie Dekoration fehlt. Wisst ihr, wie ich meine? Irgendwas einzubringen, da würden Wallpanels gehen, da würden, weiß ich nicht, Schaumstoffmatten gehen, da würden auch einfach nur so ein Kinoposter gehen. Einfach für einen Zehner so drei Star Wars Poster auf Amazon bestellen und dann sieht das Ganze auch schon viel, viel nicer aus. Muss man so natürlich noch sagen. Also mein Tipp wäre einfach nur noch die Wand zu beleuchten, aber das Main Setup, so wie es hier steht und so wie ich sehe, finde ich in Blau jetzt noch hier irgendwie so ein Poster, vielleicht sogar noch einen Bilderrahmen nochmal für einen Zehner holen, dann hast du 20 Euro, hast zwei Bilderrahmen und zwei Poster, am besten DIN A3 oder sowas Poster, also schon diese ganz, ganz großen Dinger da. Also so 90 x 30 cm. Und dann, denke ich mal, sieht das ganze Setup nochmal nice aus. Aber so wie es jetzt gerade auch schon ist, hier diese LED-Umrahmung und den Tisch, sieht einfach nur sexy aus. Also da hast du dir auf jeden Fall ein cooles, cooles Gaming-Setup zusammengebaut. Muss ich so sagen. Als nächstes haben wir jetzt halt hier Max Winter und der Bre, mein Setup. Ich bin Max, 17, er hat zwei Ikea-Regale. Hier hat er auf jeden Fall all seine Daten aufgeschrieben. Also falls es euch interessiert, wir schauen mal, ob der PC irgendwas hat. Eine 3070 Master Bottleneck, sehr, sehr nice. RAM hat er 16 GB, braucht man wahrscheinlich für spätere Spiele auf jeden Fall 32 GB RAM. Und Speicher hat er nur eine Festplatte, also, hat er zwei, auch noch eine Terabyte. Ja, okay, dann passt alles. PC-technisch kann man hier auf jeden Fall nichts aussetzen, sehr, sehr nicer PC. Aber wir gucken uns jetzt mal das Setup an, weil bildertechnisch wurde ich hier gerade schon gespoilert und ich glaube, es wird jetzt richtig, richtig nice. Aber wir gehen mal rein und PC-technisch wurde ich auf jeden Fall hier nicht enttäuscht. Also da kann man, glaube ich, jetzt halt hier nicht wirklich großartig was sagen. Ich glaube, PC-technisch kann man hier gar nichts sagen, Digga. Also der PC sieht schon richtig geil aus. Dann muss man noch sagen, dass die Controller hier, die wie sie angeordnet sind, mit dem Gönnergy als Deko und so weiter und den Pflanzen, also es gefällt mir richtig, richtig gut. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare rein. Aber es sieht nach einer richtig gemütlichen Zockerecke aus. Und das sieht irgendwie cool aus, den Übergang. Zack, einmal drauf den Knopf gedrückt und dann sieht das Ganze schon in einer anderen Farbe nochmal aus. Anders beleuchtet. Aber hier haben wir auch nochmal eine Nahaufnahme vom PC. Und ich finde diese, das ist ja ein kleineres Case, glaube ich. Also das ist auf jeden Fall kleiner als gewöhnliche PC-Cases. Und ich muss sagen, wie er hier noch die Star Wars-Figuren reingestellt hat und so weiter. Also Props gehen raus an ihn. Beleuchtungstechnisch, PC-Case-technisch, wie er das Ganze noch gemacht hat. Hier diese schwarze Wand, die er sich nochmal dazu gebaut hat. Wunderschön. Und hier haben wir jetzt halt wieder das Beispiel. Der Typ könnte jetzt halt zum Vergleich zum vorherigen Setup das Ganze auch weiß beleuchten in der Theorie. Also der könnte jetzt halt hingehen und sagen, ja, ich beleuchte mein ganzes Setup in weiß,
Weil hier wiederum zu schwarz finde ich einfarbig nicht so geil, muss ich sagen. Zu schwarz, also beziehungsweise nicht so ein Pink finde ich da nicht so geil. Also ich persönlich hätte mich da für ein Weiß oder so diese Rainbow Colors irgendwie. Das hier wirkt irgendwie perfekt, weil das ist so schön farbenfroh. Ich glaube, da hat man einfach Bock, sich an PC zu setzen und einen geilen Tag zu haben am PC, keine Ahnung. Daher finde ich das auf jeden Fall hier ist das beste Beleuchtungsartmäßige. Aber vielleicht könntest du mal ein Bild irgendwie in meinen Discord einschicken, wie das Ganze ausschaut, wenn du einmal dein ganzes Setup in weiß beleuchtet hast. By the way, jetzt hat für die ganzen Leute, die bei diesem Format hier mitmachen wollen, einfach mal mein Discord abchecken, dort in den Setups oder Setups Transformationskanal, entweder ein Setup oder eine Transformation von deinem Gaming Setup reinschicken, also vorher, nachher. Das könntest du entscheiden, was du halt lieber reinschicken möchtest, und dann wirst du in einem Nähe der nächsten Videos bewertet. Und wenn du jetzt halt willst, dass ich dich per Gmail bewerte, weil du kein Discord hast, oder einfach lieber eine Mail schreibst, weil das Ganze ein bisschen ausgefallener ist, ein bisschen persönlicher, dann kannst du das Ganze an meine Gmail schicken, die ist hier eingeblendet. Das müsste synex.setups@gmail.com sein. Aber achtet auf jeden Fall lieber auf das, was eingeblendet ist, oder in den Kommentaren. Da ist auch nochmal die Gmail drinnen, an die ihr euer Gaming-Setup schicken könnt. Aber ich würde sagen, machen wir mal weiter mit dem letzten Gaming-Setup, weil all in all muss ich hier sagen, dass man hier gar nichts mehr verbessern kann. Also ich würde mir auch gar nichts mehr Neues für das Setup kaufen. Ich glaube, der hat ausgesorgt mit dem Gaming-Setup. Vielleicht irgendwann mal muss er nochmal 16 GB RAM kaufen, aber so aussehenstechnisch, Digga, ist es eine 10 von 10. Kann man nichts sagen, hat er sich cool eingerichtet. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und hier sieht man nochmal das, was ich mit dem Weiß meine. Ihr seht es ja hier auf dem Monitor, das Weiße. Und jetzt stellt euch mal vor, alle LEDs werden jetzt halt hier nicht in diesem Gold-Bronze-Ton, sondern alle LEDs werden in so einem Weißton. Und das würde sexy aussehen. Also vertraut mir da, Freunde. Ich habe da so ein Feingefühl für. Und in Weiß würde das, glaube ich, auch richtig, richtig geil ausschauen. Also falls du das Video siehst, schick auf jeden Fall dein Setup nochmal in Weiß ein. Und wir gehen jetzt weiter zum nächsten Gaming-Setup. Der nächste schreibt: Hallo Synex, hier ist mein Setup. Bin 11 Jahre alt und heiße Max. Ich würde mich freuen, wenn du dir mein Setup anschaust und es in einem Video mit einbaust. Mein Setup hat so um die 1500 Euro gekostet. Das ist für einen 11-Jährigen krass. Also 1500 Euro für ein Gaming-Setup ist jetzt schon mal mega krass. Und wir gucken hier gerade schon mal rein und ich glaube, es bleibt auch bei krass. Also er hat zwar einen Monitor und den PC kann man sicherlich irgendwann mal upgraden, so case-technisch. Aber ich muss sagen, der Typ hat für 11 Jahre schon einen unfassbar geilen Geschmack. Das muss man ihm einfach mal lassen. Es ist alles in einem Weißton gehalten. Also da wurde sich auch Gedanken drüber gemacht, welche Farbgebung das Setup haben soll. Sogar die Alexa, die da drunter steht, ist weiß. Also Props da auf jeden Fall schon mal an ihn. Kabelmanagement technisch, er hat hier diese IKEA-Kabelmanagement-Box. Das kann man vielleicht irgendwann mal upgraden, sodass man die Kabel nicht mehr so sieht und dass die da nicht so hängen, weil, Digga, Kabelmanagement ist einer der wichtigsten Sachen, muss man einfach sagen. Rumfliegende Kabel sind einfach nicht so geil. Aber soweit ich weiß, habe ich bei seinem Setup jetzt halt hier auch auf dem Main-Tisch kein unnötiges Kabel gesehen. Also die Kabel vom Monitor gehen einmal runter, dann hier unterm Schreibtisch durch und wieder an den PC dran. Maustastatur kann man halt nichts anderes machen. Und dann dieser LED-Kopf sieht auch sehr cool aus, die Uhr sieht cool aus. Er hat mir das ganze Setup, Freunde, er hat mir dieses Gaming-Setup mit 11 Jahren um fucking 5 vor 2 hat er die Bilder gemacht in der Nacht. Um 5 vor 2, Digga. Ich fass es nicht, Digga. Also um 5 Minuten vor 2 mit 11 war der Typ noch wach, Digga. Der ist auf jeden Fall, der fühlt das Gamerleben auf jeden Fall schon mal richtig, Digga. Der ist da genau richtig in der Gaming-Branche, Digga. Um 5.02 Uhr mit 11, Digga, macht er noch Bilder von seinem Gaming-Setup. Absolute Legende. Ja, hier dieser LED-Planet-Ding-Dong sieht auf jeden Fall auch fresh aus. Und die Pflanzen und so weiter. Also hier wurde sich echt Gedanken gemacht. Vielleicht hat er sich auch ein paar Videos von mir angeschaut und meine Tipps zwecks, dass man Pflanzen sich ins Gaming-Setup stellen kann und dass es doch cool aussieht. Vielleicht hat er sie genutzt, vielleicht auch nicht. Aber ja, für 11 Jahre ist es ein krasses Gaming-Setup. Schreibt mal eure Meinung zu diesem Setup in die Kommentare rein. Aber ich persönlich bin auf jeden Fall sehr, sehr überzeugt, dass der später noch ein heftiges Gaming-Zimmer haben wird. Freunde, es hört nicht auf. Ihr seht dieses Gaming-Setup hier, ne? Das ist Paul, der ist 13 Jahre alt und hat sich sein Setup innerhalb von 4 Jahren aufgebaut. Das ganze Setup hatten wir schon in der letzten Folge. Also falls euch dieses Gaming-Setup genauer interessiert, schaut auf jeden Fall die letzte Folge von den Zuschauer-Setups an. Da seht ihr auf jeden Fall noch mehr von diesem Gaming-Setup. Aber all in all muss ich noch mal ganz kurz was dazu sagen. Für 13 Jahre ist das auch schon wieder krank. Also, Freunde, schreibt mal rein, mit was für ein Setup ihr mit 13 hattet oder habt. Oder schickt einfach mal euer Setup rein, auch wenn es nicht so krass gut aussieht. Würde mich auf jeden Fall interessieren, weil, Digga, so wie das jetzt halt hier aussieht für 13, wow. Also, falls euch das Setup hier auch genau interessiert, schaut auf jeden Fall in die letzte Episode rein. Und jetzt haben wir den nächsten und der ist auch wieder 13. Hab mit 13 der ist 17. Mein Zimmer zu bauen, jetzt 17 und komme in die 11. Klasse. Leider bleibt mir
daher nicht mehr viel Zeit zum Zocken. Zum Setup hat ca. 7000 Euro gekostet, wäre nice, wenn ich ein Video komme, hab leider nicht mehr viel Zeit für deine Videos, aber wenn ich schaue, hab ich immer mega Spaß. Danke, Gruß, Henry. Henry, Digga, das freut mich auf jeden Fall mega, mega krass und wir schauen rein ins Gaming-Setup. Und der liebe Henry hat hier oben einen PC der PCs. Also wenn wir uns das jetzt hier mal anschauen taktisch, der PC sieht schon mal mega cool aus. Er hat 4 Monitore, einen Wide-Winkel-Monitor hat er am Start, also einen Curved-Monitor hat er am Start, 3 normale Monitore. Das ganze Setup hier ist auf jeden Fall auch nochmal so beleuchtet mit so LED-Stripes. Hier haben wir nochmal so ein Goovy-Ding, Goovy-LEDs ganz rechts im Bild. Und ja, also LED-technisch kann man hier auf jeden Fall mitarbeiten. Kabelmanagement technisch, ja, also ich bin ja da natürlich sehr penibel, aber ich sehe hier überall, hier beim PC sehe ich Kabel, hier sehe ich Kabel, also wenn man die glaube ich noch versteckt, ist da noch so eine Cleanness vorhanden, weißt du, wie ich meine? Also schau vielleicht nochmal drüber, dass du ein paar Kabel versteckst und dann sieht das auf jeden Fall auch nochmal besser aus, glaub mir. Also, aber die Idee an sich mit dem PC hier oben sieht richtig krank aus, die Monitore sehen krank aus, an sich dieser Eckschreibtisch, schreib mal rein, wo du den gekauft hast. Das finde ich ultra nice, das Konzept, dass der hier irgendwie dieses Hexagon-mäßige dran hat. Also, dass der hier so ein normaler Schreibtisch ist und hier ist dann nochmal so eine Fläche, die so ein bisschen schräg abgeht. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und ja, aber sonst, nice Gaming-Setup für 17 Jahre. Kann man da auf jeden Fall gut mit zocken und vielleicht hast du ja nach deinem Abi, oder wahrscheinlich, wenn du in der 11. bist, machst du ein Abitur, hast du danach hoffentlich mal wieder mehr Zeit zum Zocken. Also, gönn dir da auf jeden Fall deine Auszeit. Und ja, Digga, nices Gaming-Setup. Ach lol, er hat hier jetzt halt noch mehr Sachen geschickt. Er hat eine Spiegelwand hier oben. Das ist mir gerade noch aufgefallen, dass er noch mehr geschickt hat. Der Typ hat einfach ein Montezimmer. Also, Digga, der Typ hat halt einfach ein fucking Montezimmer. Das ist ja geisteskrank. Das ist einem noch gar nicht so aufgefallen, aber der Typ hat hier oben so eine verspiegelte Decke, einen Beamer am Start. Digga, das sieht krank aus. Ich glaube, das sieht auch so aus, als hätte er es selber customized. Er hat eine Kabelwand. Hier oben, Digga, einen Lichtprojektor. Also, wow, also das Game, wow. Also, was der Typ sich hier gemacht hat, Junge, da bin ich ja fast sogar schon neidisch. Also, muss ich sagen, schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare rein. Aber das ist einfach nur krass. Und vor allem hier hat er sich nochmal die Kabel extra so designt. So einen Kabelkanal vom PC weg. Also, krass, Digga. Ich nehme es auf jeden Fall zurück. Das Setup ist von einer 6 von 10 auf eine 10 von 10 geupgradet. Holy shit. So, Freunde, hier haben wir jetzt den Leonard? Ach, Digga, dann spricht man Leonard aus. Ach, du Scheiße. Hier haben wir den Leonard Bach. Hi Cynex, ich hab dir mein Setup schon mal zugeschickt, aber würde mich freuen, wenn du noch weitere Ideen hast, beziehungsweise kreative Vorschläge. Mittlerweile hat man schon einiges in Gaming-Setups gesehen, weshalb es schwierig ist, Neues zu entdecken. Das stimmt. Also den Kommentar mit Neues zu entdecken, neue Designs, blablabla, fühle ich auf jeden Fall absolut. Aber wenn wir uns das jetzt halt hier mal anschauen, ich weiß nicht, was man hier jetzt halt noch ändern könnte. Ich bin einfach nur der Meinung, also wenn mir eine grobe Sache auffällt, würde ich jetzt was behaupten, okay? Ich finde diesen Hintergrund wunderschön, dass er perfekt auf den Schreibtisch passt. Deswegen würde ich den auch nicht verändern, den Schreibtisch würde ich so lassen. Kabelmanagement ist auch sehr, sehr cool. Hier sehen wir nochmal einen anderen Winkel, also Kabelmanagement ist echt top. Also tip top. Das Einzige, was ich vielleicht verändern würde jetzt in deiner Position, das wäre eventuell, sich zu überlegen, einen PC hier rechts hinzustellen, einen Gaming-PC. Und eventuell, je nachdem wie du es siehst, hier den Monitor ein Stück nach rechts verschieben und noch einen zweiten Monitor zu installieren. Weißt du, wie ich meine? Also, dass du vielleicht auf einen PC mit einem Double-Monitor-Setup upgradest. Ich verstehe die aktuelle Form und was das hier sein soll. Und zwar das Ganze zwecks, dass diese Panels genau sozusagen darauf aufbauen, dass der Monitor mittig von diesen 3D-Panels ist. Aber ich denke, wenn du hier rechts einen PC baust, dann den Monitor direkt angrenzt an den PC dran, also fast kein Abstand zum PC mit dem Monitor hier, der gerade noch in der Mitte ist, und daneben noch einen Monitor hinbaust, dann würde das, glaube ich, richtig, richtig gut aussehen. Also das wäre jetzt halt hier sozusagen mein Vorschlag, was du noch ändern könntest. Falls ihr als Community noch irgendwelche Ideen habt, was der Typ jetzt hat, hier an seinem Gaming-Setup ändern könnte, dann schreibt es mal in die Kommentare rein. Würde mich interessieren und ich denke mal, ihn auf jeden Fall auch. Und daher schreibt auf jeden Fall mal was Nices in die Kommentare rein. Freunde, zum Abschluss haben wir noch eine Sache dabei, weil ich will jetzt halt auch nicht nur immer die geisteskranken Setups zeigen, wo die Leute mehrere tausend Euro reingesteckt haben. Es ist auch mal wichtig, das hier zu zeigen und was man für Konzepte aus solchen Bildern erarbeiten könnte. Ich meine, der Bree hier ist in der 8. Klasse, wenn mich nicht alles täuscht. Hier liegt so ein 8-Klasse-Lernbuch. Ne, oder 4. Hier liegt Greenline 4.
Keine Ahnung, Freunde, ist irgendwas zwischen der 4. und 8. Klasse, denke ich mal. Und daher, jetzt hat hier nochmal ein Tipp für dieses Gaming-Setup. Spar dir dein Geld zusammen, warte ab, du bist doch zwischen der 4. und 8. Klasse. Und wie alt ist man zwischen der 4. und 8. Klasse? So 9 bis 13, 14 so im Dreh. Und spar dir auf jeden Fall dein Geld zusammen. Irgendwann mal, den Tisch würde ich behalten, den Tisch finde ich nice. Räum den Tisch auf, kauf dir irgendwie ein Regal oder sowas. Spar dir auf einen nicen PC, spiel erstmal mit dem nicen PC auf dem Monitor. Dann hast du dir nochmal Geld zusammengespart. Dann hol dir einen noch besseren Monitor und benutz den, den du aktuell hast, als Zweitmonitor. Irgendwann mal nochmal eine nicere Tastatur, mit der du besser spielen kannst, holen. Und dann hast du einen nicen PC, einen zweiten Monitor und eine nicere Tastatur. Die Maus kenne ich, die ist geil. Und hol dir noch irgendwie einen LED-Stripe, das könntest du auch jetzt schon machen. Hol dir einen LED-Stripe, tu es einmal unter dem Tisch verlaufen, nicht seitlich vom Tisch, sondern unter dem Tisch einmal langlaufen lassen. Und dann ist das ganze Setup auch schon nice beleuchtet. Und das sollte der erste Step sein, dass du einfach so eine nice Beleuchtung unter deinem Ding hast. Dann kannst du wahrscheinlich gerade auf deinem jetzigen PC ganz geil Minecraft spielen. Und dann hast du schon mal eine coole Beleuchtung, freust dich jeden Tag, deine Beleuchtung anmachen zu können. Und daher würde ich mir erstmal einen LED-Stripe holen, dann einen PC, dann einen zweiten Monitor zu dem PC, vielleicht so einen 144-Hertz-Monitor und so einen PC für so 800 bis 1000 Euro sich zusammenzusparen, auf echt längere Zeit, Geburtstagsgeld zu sparen, blablablub. Und dann hast du auf jeden Fall einen nicen Gaming-PC, irgendwann einen Monitor, blablablub. Und dann kannst du anfangen, irgendwann mal dir Goofy-Hexa-Lights zu holen, noch mehr LEDs, Wallpanels. Aber vertrau mir, spar erstmal auf die wichtigen Sachen, auf die Kernelemente und dann geh später auf Dekorationen wie Belichtung oder Wallpanels oder Bilder oder sonst was. Das ist mein Tipp auf jeden Fall an den Bree hier. Freunde, das soll es jetzt aber auch schon mit diesem Video gewesen sein. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich jetzt über ein Like freuen und über ein Abonnement. Ansonsten, wenn du mitmachen willst bei diesem Video, weißt du ja, wie du mitmachen kannst. Discord oder Gmail, beides in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ich freue mich, dass du bis hierhin geschaut hast. Hau rein und ciao!